So, komm, lass uns was essen gehen. Ja, gerne. So, jetzt oder nie. Und zack. Sie sind weg, wir können gehen. Na dann. Los geht's. Was ist denn hier los? Hey Leute, Tag der offenen Tür. Ich bin dann mal weg. Jaha! Bonjour! Echt jetzt? Ein Gespenst? Los! Na endlich! Jaha! Ich will auch hier raus. Ja, ja! Hi Schatz! Und, was machen wir noch? Also, ich dachte... Oh, Moment. Ja? Oh, Chef. Ja? Nee. Ja, natürlich. Ich bin gleich da. Ich muss sofort ins Geschäft. Es gab einen Ausbruch. Pass aber bitte auf dich auf. Ja, natürlich, mach ich. Ich melde mich später. Ihr wisst alle, wie ernst die Lage ist. Unter den Ausbrechern waren auch Victor Virus, Tony Tunnel, Griff Tennen, Kami Katze und Ringo Dingo. Bis Verstärkung eintrifft, wird es noch etwas dauern. Wir müssen das also alleine machen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Das sind viel zu viele. Hey, was ist denn das? Das war knapp. Was ist denn jetzt los? Hi, ich bin Hannibal. Das ist BA. Und das sind Face und Murdoch. Hallo. Wuff. Was zum... Hi, ich bin Murdoch. Und das ist Wuffel. Uns ist eins eurer Probleme entgegengekommen. Und jetzt wollen wir euch bei euren anderen Problemen helfen. Hallo. Herr Kisses. Naja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, es bleibt euch nichts anderes übrig. Na gut, Tom, Sie fahren mit den Neuen und die anderen bleiben zusammen. Hier sind wir richtig. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Mich kriegt ihr nicht. BA, Arm ausstrecken. Okay. Ja! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wir müssten mit den Seilen etwas sparsamer werden, sonst kriegen wir nicht alle unter. Hey, Boss, da! Tschüss, ihr Loser. Murdoch, Fass. Alles klar, Boss. BA, spann das Katapult. Sicher? Wie wir es geübt haben. Und wenn ich jetzt sage, loslassen. Wir haben nie geübt. Hat er schon jetzt gesagt? Jetzt! Das war ja ein Kinderspiel. Diese Idioten. Wuff, wuff. Oh nein! Hey, Boss, da! Weiß, die gehört dir. Alles klar. Und hepp. Und zack. Hallo. Da, halt, stehen bleiben. Wie ihr wollt. Schau mal, da sind die Jungs ja. Meinst du, wir sollen denen helfen? Hilfe! Hey, was ist denn jetzt los? Oh oh, falsch abgebogen. Das ist ja mal eine Überraschung. So kann's weitergehen. Du weißt, wohin es jetzt wieder geht? Das ist aber ein harter Hund gewesen. Nicht wirklich.
Ey, Mann, dieses Board hat ja Räder. Hallöchen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich geb auf. Hey, das ist nicht witzig. Macht mich ab. Also gegen eure Methoden habe ich nichts. So, einige haben wir schon. Mal schauen, was die uns bringen. Hi, Chef. Auf geht's, Jungs. Ihr wisst, wo es lang geht. Mr. Utan, bleibt bei uns. Hey, das könnt ihr nicht einfach so machen. Doch, können wir. Wir waren nämlich nie wirklich hier. Danke. Tschüss, Jungs. Fehlt da nicht noch einer? Hallo, Scooby und ich wollten euch den hier bringen. Das ist gar kein echter Geist. Und jetzt rein mit dir. Oh Mann, war das doch ein echter Geist? Schnell weg. Naja, Ente gut, alles gut. Bei Gefallen, ein Daumen hoch. Genau. Oma und Opa freuen sich schon total, dass wir kommen. Fahr bitte nicht so schnell. Du weißt, dass hier sehr viele Schlaglöcher sind. Alles gut, Schatz. Ich pass schon auf. Wo waren wir denn jetzt gerade? Alles klar, wir sind gleich da. Hallo. Hallo. Oma. Schön, euch zu sehen, Kinder. Hi, Mama. Hi, Papa. Hi, mein Junge. Schön, dich zu sehen. Schraubst du immer noch an deinem Traktor rum? Bis jetzt? Ich denke, ich hab ihn diesmal fertig. Da bin ich ja mal gespannt. Wünschen würde ich's dir. Ich werde gleich eine Probefahrt machen. Fahr dein Auto mal hinters Haus. Oma! Hallo, ihr drei. Da seid ihr ja. Na ihr, wo ist der Tom? Ich weiß, wo du bist. Ach Mann, bei dir klappt das nicht mehr. Hallo Mama, schön dich zu sehen. Ich hol jetzt mal die Koffer und fahr dann das Auto hinters Haus. Ey, Nachbarin, na, wieder Full House? Ja, schön, gell, so muss sein. Oma, können wir zu den Küken gehen? Ja, aber natürlich, die warten schon auf euch. Ja! Da fehlt doch noch einer. Wo ist denn Zweistein? Na du, da bist du ja. Die sind aber süß. Die würde ich am liebsten mit nach Hause nehmen. Oh, ich glaub, da werden eure Eltern nicht mitmachen. Also los, ich werfe und du holst ihn zackig wie immer. Wow, das war aber wirklich schnell. Hey Junge, wenn Traktor wieder läuft, dann kann ich wieder in den Wald. Wünschen würde ich's dir. Hallo Zweistein, was ist denn das für ein Seil? Was macht denn der Opa damit? Also, dann geh mal zur Seite, bitte. Na, was machst du denn? Schau gerade, was Zweistein mit dem Seil gemacht hat. Mit welchem Seil denn? Er hat das eine Ende von Seil weggezogen. Und im anderen Ende stehst gerade du. Was? Ich? Oh Mist. Schaut, Kinder, euer Vater weiß, wie mein Spaß hat. Er scheint wieder zu laufen. Ich mach mal Probefahrt zur Tankstelle. Alles klar, bis später.
So, meine Lieben, es wird Zeit, das Lagerfeuer vorzubereiten. Hier habt ihr Holz dafür. Hast du den Tom irgendwo gesehen? Ja, der war vorhin mit an der Tankstelle. Na ihr, ich hoffe, ich habe euch vorher nicht zu sehr erschreckt. Nicht, dass es morgen früh keine Eier gibt. Oh oh, ich gehe mal lieber. Was ist denn jetzt los? Baka! Oh Mist. Ich hab meine Wurst schon. Und was ist mit dem anderen? Wir sind auch startklar. Hat jemand euren Vater gesehen? Der hatte doch so einen großen Hunger. Ich glaube, ich hab sie abgehängt. Oh Mist. Oma, pass auf! Da ist eine Schlange. Die schon wieder? Die hat sich schon wieder verirrt. Und zack! Chihotam! Niasnowu! Das ist echt cool. Sowas gibt's zu Hause leider nicht. Hey, und wo ist ein Stock für mich? Hier ist einer für dich. Da ist ja aber gar keine Wurst dran. Die kannst du dir bestimmt selber holen. Und dankende überlegen wir uns, was wir morgen machen. So, allein schon am ersten Tag eine ganze Menge erlebt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Natürlich könnte man die Hälfte auch sein lassen. Papa, Maite ist gleich da. Wer? Maite, er übernachtet heute bei mir. Stimmt ja, da war ja was. Was ist denn jetzt los? Ein Erdbeben? Nein, das ist nur Maite. Was? Nein, Moment mal. Da brat mir doch einer einen Esel. Du siehst da auch ein Flugzeug stehen, oder? Alles klar. Hallo zusammen. Hallo Malte. Mama, das ist Malte. Hallo Malte, schön dich kennenzulernen. Freut mich, Frau Kurbelwald. Wir gehen dann mal hoch in mein Zimmer. Okay, viel Spaß, Jungs. Ah, das nenne ich mal perfekt gelandet. Hi, ich bin Jakob. Freut mich, Tom. Ich hoffe, das ist okay, dass der Jet hier kurz steht. Sowas könnte man zwar davor fragen, aber okay. Ich wollte bloß kurz die Eltern kennenlernen, zu denen mein Sohn geht. Er hat nämlich von nichts anderem mehr gesprochen. Hallo. Was machen Sie hier? Ich wohne hier. Und wer sind Sie? Ich bin Steve. Hey Schatz, das ist Jakob, Maltes Vater. Hi, freut mich, ich bin Susi. Schön, Sie kennenzulernen. Wenn niemand was dagegen hat, würde ich Steve auch hier lassen. Nur wegen Malte, zur Sicherheit. Ich bin Polizist, das wissen Sie, oder? Ja, aber trotzdem. Bis morgen früh dann und viel Spaß. Tschüss. Na dann, für Steve machen wir die Couch schön und dann... Und weg ist er. So, hier ist mein Zimmer. Alles klar hier, Sir. Sie können rein. Danke, Steve. Check doch lieber mal die Küche ab. So, das ist mein Zimmer. Das ist ja ein cooles Zimmer. Spielst du gerne Karten? Was sind das für Augen? Die Figur von Minecraft? Ist da ein Schatz in der Truhe? Ich bin auch Paw Patrol Fan. Wo ist denn eigentlich dein Bett? Hier. Ich schlafe eigentlich oben. Aber wenn du magst, kannst du heute oben schlafen. Und ich schlafe unten. Cool, voll gerne, danke. Dann schauen wir mal, was wir zum Abendessen da haben.
Hier ist alles sauber. Natürlich ist hier alles sauber. Habe ja auch ich alles geputzt. Weißt du eigentlich, was hier alles zu tun ist? Oder als wenn mir mal jemand helfen würde. Ist ja nicht so, als hätte ich Zeit für anderes. Weitermachen. Sollen wir was mit den Spielkarten machen? Oh ja, ich kenne da einen coolen Zaubertrick. Den muss ich dir unbedingt zeigen. Pass mal auf. Hey Steve, dein Nachname ist nicht zufällig Rogers? Nein, kein Humor, ne? Lass nur, ich mach schon zu. Ist das jetzt deine Karte? Nein, wieder nicht. Ach Mist, lass uns ein bisschen Minecraft spielen. Oh ja, cool, bin dabei. So, Kinder, Spiegelei ist gleich fertig. Deine Mama kann kochen, das ist ja super. Sie macht nur Spiegelei. Hey Steve, möchten Sie auch was? Nein. Falls Sie doch noch Hunger kriegen, sagen Sie Bescheid. Danke. Hi Steve. Hey Malte, schläfst du schon? Noch nicht. Wo schläft denn jetzt eigentlich dein Bruder? Der schläft heute bei unserer Schwester. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das war ich nicht. Ah ja, Malte wird abgeholt. Na dann. Hi Tom, und alles gut gewesen? Ja, na klar, alles gemütlich. Papa, Papa! Hallo Malte, warum so aufgeregt? Das war so schön. Darf ich hier noch mal übernachten? Aber natürlich, mein Sohn. Können wir gerne einplanen. Aber jetzt müssen wir gleich los. Kann ich noch schnell mein Frühstückskabe austrinken gehen? Ja, klar doch. Super, bin gleich wieder da. Was ist denn passiert? Der Junge strahlt ja richtig. Ich glaube, er braucht einfach jemanden, der Zeit mit ihm verbringt. Wirklich? Meinen Sie nur das? Ja, nur das. Alles andere kommt dann von ganz allein. Ich weiß aber gar nicht, wie ich anfangen sollte. Gehen Sie doch zum Beispiel mal einfach Eis essen. Einfach Eis essen. Klingt einfach. Alles klar, Papa, wir können los. Hey Malte, wie wär's? Wir gehen gleich ein Eis essen. Hättest du Lust? Wirklich? Einfach Eis essen gehen? Ja klar, super. Und nur wir zwei und dann erzählst du mir, was du hier alles gemacht hast. Danke, Papa. Danke, Tom. Hey Tom, ich bin da. Aha. Hallo? Keiner da. Na gut. Hey, ich seh dich. Na warte, ich werde dir geben. Au, au. Hey Jungs, Schluss. Er hat angefangen. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Hey Steve, was machst du eigentlich noch hier? Dein Boss ist schon lange weg. Oh Mann, nicht schon wieder. Steht das Angebot mit der Couch noch? Ihr, bei Gefallen, bitte Daumen hoch. Bye, bye. Ey, lass mir was von Eisen übrig. Dann komm halt zu mir. Ich werde mich zu dir teleportieren. Dann aber jetzt, ich will weiter. Wann darf ich denn jetzt endlich mal? Und weh, ihr sagt wieder gleich. Demnächst. Ihr seid so unfair. Ich hol mir mal was zu trinken. Bringst du mir was mit? Aber nur, wenn ich dann spielen darf. Nee, hab doch kein Durst. Tom, wir müssen es ihnen sagen. Warten wir lieber noch ein bisschen, bis wir uns sicher sind.
Oh oh, da wird was Wichtiges besprochen. War da was? Jungs, bei Mama und Papa stimmt was nicht. Die verhalten sich ganz komisch. Bei dir stimmt was nicht. Du stehst nämlich im Weg. Ihr seid Spinner, ich meine das ernst. Vielleicht hat mein Lehrer wieder angerufen. Nicht, dass ich was gemacht hätte. Ich glaube, das ist etwas ernster. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. So, Kinder, Schluss mit Spielen. Ihr geht jetzt bitte hoch in euer Zimmer. Mama und Papa haben noch was Wichtiges zu erledigen. Ich hab's doch gesagt. Na gut, kommt, Jungs. So, also, wie machen wir's nun? Also Mandy ist gleich da und passt dann auf die Kinder auf. Und wir fahren dann hin und lassen das überprüfen. Okay, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Also gut. Operation Information wird gestartet. Ich habe eine Idee. Wir legen eins davon ins Wohnzimmer. Und an anderen können wir hören, was sie sagen. Das könnte klappen. Und wie willst du es dort verstecken? Die sitzen doch im Wohnzimmer. Das mache ich schon. Halt mal. Da bin ich ja mal gespannt. Nicht nur du. Wie ich schon sagte. Hallo. Hey, was gibt's? Ich wollte mir nur was zu trinken holen. Na dann auf, hol dir was. Oh Mann, was ist denn das? Was? Wo? Wo denn? Da ist nix. Ich weiß. Wir sind heute ein bisschen seltsam drauf. Alles klar, Auftrag erledigt. Jetzt sollten wir sie hören können. Wieso hört man nix? Reden die überhaupt was? Muss man nicht eigentlich den Knopf zum Sprechen gedrückt halten? Ach Mist, stimmt ja. Das war ja mal voll der Reinfall. Ich hab da eine andere Idee. Hat jemand von euch Höhenangst? Warum? Und genau dann werden wir es wissen. Ich kann sie sehen. War da was? Nein, nichts zu sehen. Mandy müsste jeden Moment da sein. Wie bestellt. Hi, Tom. Oh. Hey, du. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Ist doch klar. Was ist denn eigentlich los? Okay. Was? Psst. Die Kinder wissen noch von nichts. Oh, okay. Ich gehe jetzt mit Susi los und du passt bitte so lange auf die Kids auf. Alles klar, du kannst dich auf mich verlassen. So, Schatz, los geht's. Danke, Mandy. Aber ist doch klar, Susi. So, dann mach ich's mir mal gemütlich. Oh, ist das weich. Ui, ich glaube, der Fernseher hat eine Macke. Und was ist jetzt das? Und, kannst du was sehen? Moment. Mandy? Na, Kinder, was treibt ihr? Das sagen wir dir. Wir haben ein ganz komisches Gefühl. Wir wollen zu Mama. Bitte, wir müssen zu ihr. Ach, Kinder. Also gut. Ich
Ich mach mir etwas Sorgen. Das brauchst du nicht. Ich bin mir sicher, es wird alles gut. So, Frau Kurbewald, Sie können jetzt mitkommen. Schatz? Ist das unser Haus? Die Kinder! Das ist jetzt nicht wahr, oder? Kommen Sie, Frau Kurbewald. Moment, ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Ja, aber der Doktor hat nicht ewig Zeit. Ich sagte jetzt nicht! Alles gut, lassen Sie sich Zeit. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Lärm? Oh Mann, schnell weg! Ich hätte auf meine Mutter hören und für den Tierarzt arbeiten sollen. Mann, oh Mann, ich brauch mal wieder Urlaub. Du musst sofort Mandy anrufen. Na toll, kein Empfang hier drin. Wir brauchen dringend ein Telefon. Ich kann mal den Doktor fragen. Lassen Sie mal, ich mach das. Wir müssen mal Ihr Telefon benutzen. Jetzt geht's aber los. Raus aus meinem Büro. Sofort! Ja, bitte. So, dann wollen wir mal. Ah, es klingelt. Hallo? Mandy, du hier? Wo sind die Kinder? Na, hier. Mama! Ach, meine Kleinen, Gott sei Dank. Hey, Tom, ich habe im Radio gehört, dass bei euch in der Straße ein Haus brennt. Jupp, das ist unser Haus. Was? Das Wichtigste ist, dass ihr jetzt erstmal hier seid. Was ist denn eigentlich passiert? Ich habe auf die Kinder aufgepasst, wie du es mir gesagt hast. Oh, ist das weich. Und dann hat der Fernseher so komische Geräusche gemacht. Und die Kinder wollten unbedingt zu euch. Und irgendein Gefühl hat mir gesagt, wir sollten gehen. Also sind wir gegangen. Und jetzt sind wir hier. Du hast alles richtig gemacht, Mandy. Herr Doktor, ich habe bereits die Polizei verständigt. Hallo? Wow, das ging aber schnell. Verhaften Sie sofort diese Leute. Wenn Sie mir noch einmal sagen, was ich machen soll, dann verhafte ich Sie. Was? Wie jetzt? Mama, was ist denn eigentlich los? Warum seid ihr beim Arzt? Wie soll ich sagen? Ich hatte Schmerzen im Bauch und weil ich... Ach ja, zu dem Thema. Ich hab die Ergebnisse. Ist nur eine Magenverstimmung. Ihrem Baby geht es gut. Baby? Jetzt ist es raus. Und ich weiß nicht. Ja, Kinder, ihr bekommt ein Geschwisterchen. Ja, eine Schwester. Nein, bitte nicht noch ein Mädchen. Ehrlich gesagt wissen wir auch noch nicht, was es wird. Schatz, such du doch bitte mit den Kindern ein Hotel für uns. Ich fahre in der Zeit mal nach Hause und verschaffe mir einen Überblick. Warum müssen wir eigentlich ins Hotel? Kommt, das erzähle ich euch im Auto. So, na dann mal los. Entschuldigen Sie das Chaos, das passiert bei uns manchmal. Tschüss. Oh Mann. Da ist nichts mehr zu retten. Wird Zeit, sich was Neues anzuschauen. Das waren ja tolle Häuser. Ja, die waren alle ganz okay, aber irgendwie hatten sie nicht das gewisse Etwas. Aber die Preise sind ja unverschämt. Wir bräuchten am besten was Renovierungsbedürftiges. Aber gut, schauen wir mal, was uns noch entgegenkommt. Schau mal, das wäre doch ein tolles. Ja, schau dir das mal an. Servus. Hi. Siehst du das auch? Na, Interesse? Ein bisschen Arbeit muss man noch reinstecken. Das wär's jetzt, oder? Wenn ihr Interesse habt, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Das ist doch mal jetzt ein interessanter Zufall, oder? Was kommen denn da für zwei Typen? Hey, da seid ihr ja. Hallo.
Moment, ihr seid doch... Genau, das ist Toni und ich bin Thomas. Solltet ihr nicht gerade beim Halbfinalspiel der Europameisterschaft sein? Ja, schon, ist aber gerade Halbzeit. Unser gemeinsamer Freund Mandy hat uns angerufen und uns von eurer missligen Lage erzählt. Das macht das Ganze noch merkwürdiger. Ihr kennt Mandy? Ja, klar. Wir haben im DFB-Team zusammengelegt. Einen vom ganzen Team signierten Fußball. Oh, aha. Toll, danke. Das hilft uns sicher. Haha, das war nur ein Spaß. Hier, bitte. Ein bisschen ist was zusammengekommen. Wirklich? Und weg damit. Hey Jungs, vielen herzlichen Dank. Keine Ursache. Also, viel Spaß noch. Tschüss. Ist das zu fassen? Hey, hallo, wir nehmen es. Ich muss da jetzt rein. Ich bin hier oben. Ich bin unterwegs. Und das hier weg.